Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon. Ich nehme die gerade direkt nach der letzten auf. Deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen getriggert, weil wer es nicht gesehen hat, ich habe 18 Minuten in der scheiß Wasserfallhöhle verbracht und bin durch drei oder vier Ebenen komplett dreimal durchgerannt, damit ich die Drecksquests erfüllen konnte. Spaß! Aufstehen, es ist morgen! Morgen, Günther. Und ich habe dann als Belohnung noch die tolle TM Donnerblitz bekommen. Geil, wenn man Kanimani und einen Vulpix spielt. Ja, wieder dieselbe Schüssel jeden Tag. Okay, mal wieder an die Arbeit. Gibt wieder einfach nur Infobretter-Scheiße. Ah, nee, Wachdienst. Wachdienst, okay. Oh, das hatte ich schon mal. Das war, glaube ich, tatsächlich Vulpix oder Mank. Ja, diese Tipps sind halt OP. Wenn auf seinem Rücken wächst eine Blume, dann muss es ja Mankey sein. Panferno oder... Scheiße, Mann. Da wollte ich einmal ohne Tipp machen. Ja, das muss ja eigentlich sein, weil zu wem passt so eine Aussage mit Zähnen von denen außer Tyrakroc? Köln, bisschen fette Füße. Ich schwank zwischen Shelterer und Stomutex. Der Suche nach Wasser. Der Tipp war jetzt nicht so offensichtlich, aber es war Shelterer. Ladybar würde ich sagen. 5-Punkt-Pokémon sagt es auch nochmal. Stimmt mal wieder. Ich meine, ich bin nicht, das muss stimmen. Einfach nur ein fetter Punkt. Pandia? Jetzt sind die Tipps halt richtig schlecht. Komm, jetzt bitte richtig. Ich hatte das sogar schon mal. Das ist 99% Impagator. Ich warte aber auf den Hinweis. Groß mal Pokémon. Wenn die jetzt mit was anderem kommen, dann können die mich mal. So, passt. Das ist wieder wegen den zwei Jokern. Ah, keine Besucher mehr. Diesmal ist Dick da nicht. Gar nicht weg gewesen und ich musste deswegen den Job übernehmen. Ja, mal wieder. Müsste. Perfekt. Die zwei Joker, die man halt hat, machen es schon ziemlich einfach, aber ihr habt alle mal wieder korrekt identifiziert. Hervorragend! Wir sind cool. Und es gibt wieder richtig schön Zeug. 300. Defense-Schal. Kann ich verkaufen. Das lasse ich mir gefallen. Warum machen die da immer so einen Hype drum? Heilsarm stinkt nach Scheiße. So, beim Wachdienst können die mir nichts sagen, hatte ich bisher dreimal perfekt. Nom 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 nom. Also mit dem Storyteil, mit dem ich heute beginnen wollte, beginnen wir hoffentlich auch noch. Ich denke aber sehr sicher. Machen wir morgen wieder einen guten Tag draus, Nacht. Nächster Morgen. Aufstehen, das ist mal wieder morgen! Ja, morgen, Günther. Ich hab nach dem. Ich mach zu sehr lieber ein Safe State, habe ich nach der letzten Folge gar nicht. Gut. Und ist mal wieder der typische Morgenscheiß. Dann ist, glaube ich, jetzt erstmal noch ein Tag Jobs, bevor es mit der Story weitergeht. Ja. Hallöchen. Jobinfobrett. Eigentlich würde ich jetzt, weil da drei sind, in die Wasserfallhöhle gehen. Aber nein! Das war nur eins. Aber das ist die Wasserfallhöhle. Ah, es gibt ein... Oh, hier sind sogar...
zwei Aladdiner hier an der Feuchtklippe von Yamura. Moment, gab's da einen Veganum? Du sagst zwar, die gehen alles sehen. Echt jetzt? Okay, ich dachte eigentlich, dass... Ja, in der Strandhöhle ist... Hätte man sich eigentlich denken. Egal. Jobliste. Dann mal kurz in Via mal bei Kangama vorbeischauen. Da bin ich ziemlich oft, muss man eigentlich auch, weil wenn man bei den Items so durcheinander kommt, das ist nicht cool. Also lagern tue ich. Zack, 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 zack. Ja, das war's. Gut. Warte, sehe ich irgendwo... Da. 38 Items sind im Lager und in meinem Beutel 13 von 24. So, hier wollte ich holen. Ich guck mal, ich denke zwar nicht, dass das irgendjemand lernen kann, aber... Würde mich jedenfalls wundern, wenn Kaniman oder Vulpix Donnerblitz beherrschen würden. Ja, Einsatz geht nicht. Ja, ist halt schon scheiße. Stellt euch vor, die hat mir irgendwie Flammenwurf oder so gegeben. Und da ich die Teamkollegen nicht effektiv nutzen will, dann verkaufe ich Donnerblitz auch. Das hier kann auch weg, genau wie das. Und einen Pokédollar war das seine wert. Ganz schön viel. Items. Blaugummi essen. Günther. Loyal. Das heißt, dass ich selbst in der das heißt, selbst wenn ich verwirrt bin, kann ich nicht Lord Ecke angreifen. Das geht in der Verwirrung halt, da schlägt man irgendwo hin. So, was habt ihr da? Holt euch mal wieder was Gescheites ins Sortiment. Wie wär's denn mit Belebersamen? Ich wollte schon noch gucken, was da ist. Nur Ortsdruck. Geht hier unten eigentlich inzwischen was ab? Nö. Dann nimm Kohle. Ich erhöhe auf über 4.000, so über 5.000, zack, ich dachte, ich hätte ein bisschen weniger. Egal, Feuchtklippe. Und warum kann man da rechts eigentlich zur Strandhöhle bei der Auswahl, habe ich gerade gesehen. So, der kommt... Ich kann überall, hin. Okay, warte, erstmal welche? 4 und 5. Lord Ecke, bleib, wo du bist. Ist jetzt halt immer noch nicht gerade schwer, der Dungeon, ehrlich gesagt, jetzt noch leichter. Zack mal. Zack. Warte, ein Item, das gucke ich mir mal an. Inklusivsamen. Man kann halt auch Belebersamen finden, aber das Glück hatte ich jetzt noch nicht bisher. Ich rechne damit, dass diese Dungeon nicht so lange dauern wird, wie diese dreckige Wasserfallhöhle. Das war ein spannender Kampf. Da kann mir keiner was... Ey, nicht hier hin. Warum einer weiß, wie viel mir da 18 Schaden gemacht hat. Was? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Ich weiß aber, ja, lass die gewisse 18 EP haben, bitte. Laut Ecke, mach mal. Gut. 4 und 5 waren es. Das heißt, erstes Ziel kommt jetzt. Und zwar lautet das Ziel, finde einen Orangegummi. Ja, mach mal kaputt. Ah, die darf man gar nicht so sehr unterschätzen. Das sind die mit Abstand stärksten Pokémon der Feuchtklippe. Vor allem mit diesem Dreckswickel. So. Ich muss einen Orangegummi finden.
nein, ich muss noch einen Slimer mobben. Vor allem bekommt man für Ganoven relativ gute Items. Vielleicht bekomme ich dann diesmal ja keinen Donnerblitz. Ah, das war wirklich schwierig, den zu finden. Ganoven sind übrigens lila auf der Karte markiert. Die Punkte sieht man ja. Aquaknarre ist deutlich stärker als die Kombi. Oh, der macht gut Schaden. Es reicht bei Lord Ecke für 2 Hits, aber ich gehe jetzt mal auf Risiko. Nein. Oh, er geht auf mich. Noch mehr senken, noch mal hitten. Zack. Gut, sehr schön. Ja, ich verlasse den Dungeon. Die Cineberry davon lag, brauche ich jetzt nicht zu dringen und sonst muss ich. So, geschafft. Ich habe mich gerade schon gewundert, aber das ist doch der Ganove. Ach ja. Ah, ich gebe ihm einen Orangegummi, dafür gibt er mir einen lila Gummi. Vor allem ist das eine gute Idee. Da hätte ich an seiner Stelle den lila Gummi behalten, weil der ist für Gift-Pokémon. Und die Fragebeere nimmt Grimmsam. Ich weiß nicht mal, wie gut die waren, aber das war jetzt nicht die beste Belohnung. Hey, warum kommt jetzt so eine Ansage, dass das Essen fertig ist? Ja. Stopp! Also. Bevor wir zu Abend essen, ich habe eine Neuigkeit zu verkünden. Ich will essen! Rück schon raus! Du hältst uns davon ab, dieses köstliche, vor uns liegende Essen zu vertilgen. Ich bin entrüstet. Das ist unfair. Buh. Ruhe. Es muss Ruhe herrschen. Ich bin mir sicher, dass die Auswahl der Expeditionsmitglieder euch alle beschäftigt hat. Unser Guildmeister hat endlich seine Entscheidung getroffen. Boah. Donnerwetter, endlich steht's fest. Die Mitglieder werden bei der Ansprache morgen früh bekannt geben. Ihr dürft euch darauf freuen. So, tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Und weitere Umschweife. Essen! Ja! Nom 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 nom. So, damit kommen wir zum Storyteil, den ich erreichen wollte. Morgen werden endlich die Mitglieder der Expedition bekannt gegeben. Das macht mich irgendwie nervös. Ja, ich weiß, Plaudergeil sagt, wir sollten nichts erwarten. Schließlich haben wir Knutluft keinen der perfekten Äpfel gebracht, die er so mag. Aber danach haben wir uns doch angestrengt, oder? Wir haben unser Bestes gegeben. Selbst wenn wir nicht ausgewählt werden, ich bereue nichts. Ja, ich bin müde, lass uns pennen. Ich freue mich auf einen aufregenden Tag morgen Nacht. Keine Reue, genau. Aber wenn wir nicht ins Expeditionsteam gewählt werden, dann wird Lodecker am Boden zerstört sein. Der liegt doch eh schon, also nicht schlimm. Badumts! Lodecker gibt sich so viel Mühe. Ich hoffe, Lodecker darf mit auf die Expedition. Ja, wenn, dann würden wir beide mit auf die Expedition kommen, weil wir ein Erkundungsteam sind. Wenn wir beide ausgewählt werden, dann könnte diese besondere Fähigkeit von mir vom Nutzen sein. Also ich meine jetzt die Vision aus der Zukunft oder Vergangenheit und nicht meine tollen YouTube-Videos. Da fällt mir aber auf, ich hatte in letzter Zeit gar keine Schwindelanfälle mehr. Ich glaube, es ist eine nützliche Fähigkeit. Aber es ist frustrierend, dass ich diese Vision nicht steuern kann. Wenn ich über alles zu viel nachdenke, kann ich nicht einschlafen. Ich soll jetzt besser pennen gehen. Nacht, Lord Ecke, ich hoffe, du wirst morgen ausgewählt. Nee, war natürlich nur ein Witz, ich hoffe, du wirst sterben. Ich bin nett, ich weiß. Der Mond, Mavia. Da ist es, ein weiteres Zahnrad der Zeit. Oh, es passiert was, Leute. Es ist das zweite. Warum haben wir den Entwickler eigentlich genau dasselbe Bild nochmal eingefügt, obwohl ich diesmal nicht in einem Gewitter, sondern in einer Höhle stehe? Naja, ist egal. Bleiben noch 3, ich muss sie holen. Wenigstens blitzt's nicht. So dumm. Und man sieht halt den Nachthimmel und davor hat man gesehen, dass der in der Höhle steht. Wirklich Entwicklungsarbeit pur. Aufstehen, es ist morgen! Boah, du Pisser, lass mich schlafen! Okay, dann geht's jetzt ab. Nun dann, ich werde nun die Expeditionsmitglieder bekannt geben. Guildmeister, die Liste bitte. Plaudergeil nimmt die Liste mit den Namen der Expeditionsmitglieder von Knudeluff entgegen.
Die ausgewählten Mitglieder sind hier aufgelistet. Tretet vor, wenn euer Name aufgerufen wird. Endlich ist es soweit. Mein Herz schlägt wie verrückt, Menschenskinder. Ich werde ohne weitere Umschweife bekannt geben, wer ausgewählt wurde. Unser erstes Mitglied ist Krakelo. Ja, geschafft. Oh. Oh nein, jetzt muss ich einfach einen ganzen Satz lernen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, war ja klar, dass ich ausgewählt werden würde. Juhu! Was sagst du? Angeber, jawohl, ja. Soll es heißen, dass er nicht mehr nervös war? Als nächstes kommt Krebskorps. Hey, ihr schafft, ich bin heute ausgewählt, bin ich erleichtert. Der nächste, was ist das? Was eine Überraschung! Bidiza! Was? Wirklich unwahrhaftig? Menschenskinder, ich gehe auf die Expedition! Ist irgendwas, Bidiza? Komm schon, tritt vor! Ich will ja vortreten, wirklich, aber bin gerade ganz überwältigt, meine Beine wollen sich nicht bewegen. Meinetwegen, ignorieren wir das und fahren fort. Als nächstes haben wir Sonflora und Palimpalim. Oh, wir auch? Ja! ja, und damit ist das Expeditionsteam komplett. Oh. Wieso aus diesen Nieten ausgeschieden? Geschieht ihnen recht. Oh, sie haben es sich verdient. Damit hätten wir die Expeditionsmitglieder. Warte, was ist das? Da ist noch was auf den Rand gekritzelt. Der Gildenmeister hat wirklich eine scheiß Handschrift. Dann könnte ich Gildenmeister werden. Ihr kennt meine Handschrift nicht. Naja, besser als die von meinem Bruder, aber das ist nicht schwer. Das ist kaum zu entziffern. Wenn ich laut sage, was ich jetzt denke, das ist unschöne Folgen. Am besten halte ich einfach einen Schnabel. Wie es aussieht, gibt es noch mehr Mitglieder. Und zwar Dick Dri und Glibunkel. Oh, und Lord Ecke und Günther. Das ist alles. Moment, was? 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 Gildenmeister, ich glaube, auf der Liste steht... Da steht jedes Gildenmitglied! Ja, das stimmt. Nun gut, wie es aussieht, war das ganze Auswahlverfahren sinnlos. Außerdem müssten wir die Gilde leer zurücklassen, wenn wirklich alle gehen. Bist du sicher, dass wir gehen sollten, ohne dass jemand hier bleibt, um auf die Gilde aufzupassen? Wird schon okay sein, wir werden gut abschließen. Gildenmeister, ich habe auch ein paar Bedenken. Glaubst du nicht, dass wir vielleicht zu viele sind? Wenn ein Freund so etwas fragt, muss ich mich schon fragen, wieso? Ich meine, wieso müssen wir überhaupt alle gehen? Was hat das für einen Sinn, dass jeder mitmacht? Natürlich ergibt es Sinn. Ich meine, wenn wir alle gehen, macht es mehr Spaß. Was? Es wird ganz laut und aufregend und lustig werden. Als mir die Idee kam, konnte ich vor Aufregung nicht einschlafen. Was? So sieht's aus, Freunde. Wir gehen alle auf Expedition. Das wird ein riesengroßer Spaß. Geben wir alle unser Bestes. Ja. Gut, ihr seht. Tja, es ist beschlossen. Nun gut, lasst mich den Ablauf erklären. Gleich im Anschluss findet eine Einsatzbesprechung für die Expedition statt. Die ausgewählten Mitglieder, also alle. Jeder von euch sollte sich auf den Beginn der Expedition vorbereiten. Vergesst nicht, dass dies eine Gildenexpedition ist. Die Mitglieder, die nicht zur Gilde gehören, dürfen nicht mitkommen. Deswegen will ich die auch nicht trainieren, da es einige Missionen gibt, in denen das der Fall ist. Ihr könnt keine Mitglieder über den Palimpalim-Treffpunkt mitnehmen. Sie dürfen nicht an der Expedition teilnehmen. Diskriminierung! Denkt dran, wenn ihr eure Vorbereitungen trefft. Sobald ihr bereit seid für die anstehende Reise, kommt zurück. Informiert mich dann, sobald ihr soweit seid. Das ist alles, ihr könnt gehen. Ja, das war wirklich sinnvoll. Ich könnte vor Glück schreien, alle dürfen mit zur Expedition. Der Gildenmeister hat mich mal wieder überrascht. Ich zitter noch von dem Schock. Ich dachte nicht, dass wir ausgewählt werden. Ich bin total baff. Ich bin froh, dass wir ihn hier aufgegeben haben. Hey, hey! Menschenskinders, bin ich froh, dass ich mit auf die Expedition habe und nicht nur ich, alle dürfen mit. Das ist wie ein Traum, ich bin ganz Weg nur aufgewühlt. Es ist kein Traum, das passiert wirklich. Wie auch immer, dass alle mitgehen, bedeutet, dass es eine Prüfung für uns alle sein wird. Darum schlage ich vor, dass wir Gommes-Lehrlinge zusammenarbeiten. Hahaha, der wird sich langsam alt. Naja, lasst uns dieser Expedition zu einem Erfolg machen. Yippie, das ist die richtige Einstellung. Ja, das ist sie! Lasst uns unser Bestes geben. Lass uns zusammenhalten, wir schaffen es. Also, ich fand ja, Günther ist wieder der Redseligste. Der Erkundungsdienstverband hat eine Nachricht geschickt. Ein größerer Schatzbeutel. Jetzt müssen wir uns vorbereiten, dann geht's auf die Expedition.
Das wird schon mehrere Parts in Anspruch nehmen, deswegen bereite ich mich gut vor. Und das war wirklich das Sinnvollste, dieses ganze Auswahlverfahren und die ganze Panik. Vier beliebige Items, hier habe ich sicher genug Scheiße. Hier normaler Samen, ein Schlafsamen. Vielleicht mal sortieren. Jetzt kann man natürlich nicht sortieren. Ein Heilsamen. Warte, so kann man sich die Info angucken. Mittel das. Okay, das ist cool. Und. Hier eine Ziele wäre. Ja. Und ich tausche das ein. Okay, wähle Farbe rot, blau oder gelb. Also rot ist scheiße, weil dort Ecke Farben. Ich nehme nochmal blau. Gut, blau ist es. Weil blau sind die. Es ist so, wo ihn genau und ich. Ist es Gewinn, ist es keiner? Ganz genau. So ist es gar nicht mal schlecht. Ja, wieder der Trostpreis. Was heißt großer Schatz? Du weißt nicht, was du kriegst, hast Interesse an der Preisticket-Aktion für einen großen Schatz. Also, da kann man, wenn man die nicht direkt einlöst, das machen. Also heilsam, das schönste Item im Spiel. Jeder will es. Hier sind alle Gildenmitglieder. Ah, Spoink kennen wir ja noch. Oh, Genton Ecke, es ist schon viel zu lang her. Ich bin Spoink. Ihr geht auf eine Expedition, ich hab's gehört, sagenhaft. Kommt mit reichlich Schätzen zurück. Von Spoink haben, für die, die es vergessen haben, wir unsere allererste Mission. Oh, ihr seid für die Expedition ausgewählt worden. Glückwunsch, ich hoffe sehr, dass es euch alles gut gelingen wird. Und ich habe natürlich keine Belebersamen für euch. Du hast doch noch Paket auf drei Kinder. Warum sollte ich? Weil ich mir so schön ist. Wir beginnen euch auf eine Expedition. Und wenn das mir nach Spaß klingt. Ich würde euch denken, meine Lieben, viel Spaß. Ja, lagern. Was will ich lagern? Lord Echo und den Heilsamen. Und hier das. Ja, ich muss viel mitnehmen, deswegen nehmen. Ja, ich nehme mal zack, zack, zack mit. Vielleicht mal sortieren. Ich muss mich auch auf Kämpfe vorbereiten. Ja, das ist alles, was ich brauche. Dann mein Geld ablegen und dann kann's losgehen. Ich wünsche euch viel Glück auf eure Expedition. Und noch was einlagert. Boah, ganze 126. Dann auf geht's. Ich melde mich bei Plaugei. Ich bin bereit für die Expedition. Sind alle bereit für die Expedition? Die Expedition wird eine lange Reise sein. Ihr solltet ausreichend Items dabei haben. Seid ihr bereit? Ja. Übrigens, ihr dürft keine Teammitglieder mitnehmen, die keine Gildenmitglieder sind. Verstanden? Ja. Gut, ihr scheint vorbereitet zu sein. Wenn alle anderen Gommes-Lehrlinge eintreten, werde ich die Besprechung beginnen. Wartet bis dann einfach. 2000 Jahre später. Wie ich sehe, sind nun alle startbereit. Nun gut, lasst mich erklären, worum es bei der Expedition geht. Erstens das Ziel, die Erkundung des Nebelsees. Der Nebelsee? Richtig, dieser See soll sehr weit im Osten liegen. Er ist jedoch ständig von einem dichten Nebel umhüllt, daher wurde seine Existenz niemals nachgewiesen. Es ist lediglich eine nebelhafte Vorstellung eines Ortes, die sich bis heute einzig und allein auf Gerüchte stützt. Es gibt auch ein Gerücht. Man sagt, dort soll ein Schatz von atemberaubender Schönheit versteckt sein. Meine YouTube-Videos! Nee, die sind nicht versteckt. Wow, ein Schatz, wir gehen auf Schatzjagd. Das ist aufregend. Ja, es wird ein riesengroßer Spaß. Macht bitte alle eure Wunderkarten auf. Hier soll der Nebelsee liegen. Als unerforschtes Gebiet ist die Gegend unter einer Wolkendecke verborgen. Unsere Gilde befindet sich hier.
Wie ihr seht, liegt der See ein gutes Stück von der Gilde entfernt. Darum werden wir am Fuß des Hochlands hier unser Lager aufschlagen. Dort wird das Basislager sein. Das wird unser Basislager sein. Ihr seht es ja auf dem oberen Bildschirm. Wir werden alle auf einmal in nur eine Gruppe zum Basislager reisen, während wir unserer Mobilität eingeschränkt. Daher planen wir in Gruppen aufgeteilt zum Basislager zu reisen. Ich werde diese Gruppen jetzt bekannt geben. Zur ersten Gruppe gehören Sonflora, Krakelo, Dickbau und Glibunkel. Nur das ist was ich, lasst mich von euch nicht auffallen! Das sagt der Richtige. Zur nächsten Gruppe gehören Dickfried, Palim, Palim und Krebskorps. Wir sind eine stramme Truppe. Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Hey, ich auch! Immer sehen! Der Gilmeister und ich gehen zu zweit. Das ist akzeptabel, nicht? Oh, ich muss mit Plaudergeil gehen. Das ist so langweilig. Bitte sei nicht so anstrengend. Das ist ein wichtiger Teil unserer Strategie. Wie gemein ist das? Unsere Gäste, Team Totenkopf, sollten unabhängig von uns als eigene Gruppe reisen. Ich frage mich sowieso, warum die mich allein schon bei dem Namen Verdacht haben. Verstanden. Und unsere letzte Gruppe bilden Lord Ecke, Günther und Binica. Wir sind in einer Gruppe, ich hoffe, ich kann mit euch mithalten, jawohl. Nee, jetzt genauso wie Binica. Ja, ihr müsst beide versuchen, mit mir mitzuhalten. Nun gut. Lasst es uns anpacken, machen wir uns auf den Weg. Hurra. Das ist natürlich das Storytime, mit dem ich beginnen wollte heute. Und so begann es. Die Gildenexpedition. Das Gilden-Expeditionsteam. Noch so ein geiles Geigenmännchenwort. Wie viele gibt's davon in dem Spiel? Startete seine Reise zum Nebelsee. Wie geplant wurde das Team in einzelne Gruppen unterteilt. Die Gruppe von Günther, Lord Ecke und Binica plante darauf in ihrer Route. Sie einigten sich auf eine Route entlang der Küste, die zum Basislager führte. Ich speichere tatsächlich mal, ich bin cool. Die große Gilden-Expedition ist Kapitel 7. Boah, das Meer ist gleich da drüben, Günther. Sieh dir mal diese Klippe an. Schups. Jawohl, ja, das sieht immer mehr nach einer echten Expedition aus. Der Weg, der vor uns liegt, wird nicht leicht, wenn genau das Richtige für wahre Erkunder. Und das hier ist was, das Erkunder, wie wir es sofort wieder kennen. Ein Kangama-Speicher. Kangama-Speicher? Jawohl, richtig gehört. Das da ist ein Kangama-Speicher. Kangama-Speicher erlauben dir, Items zu lagern oder herauszunehmen und deinen Spielfortschritt zu speichern. Sie sind für uns Reisende sehr hilfreich. Nur ich habe noch nicht so oft Kangama-Speicher verwendet. Ich vermute, das ist nicht gerade ein Grund zum Prahlen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass das hier meine erste Expedition ist. Oder wenn ich bin irgendwie nervös. Ja, geht uns doch auch so. Das ist für jeden von uns was Neues. Geben wir einfach unser Bestes. Sehen wir uns mal die Wunderkarte an. Hier sind wir jetzt. Wir sollen uns mit den anderen am Basislager treffen. Das liegt dort drüben. Wir können uns also als erstes vornehmen, diesen Punkt zu erreichen. Wir wollen uns als erstes Ziel setzen. Wollen wir uns als erstes Ziel setzen, dorthin zu gelangen? Jawohl, ja, bin ich einverstanden. Ich sag mal wieder gar nichts dazu. Der Ecke war jetzt nicht wie ein Anführer, das ist mir vorher nie aufgefallen. Es kommt sicher von der Aufregung über die Expedition. Lord Ecke war früher so zurückhaltend, gibt sich jetzt viel mehr Mühe. Ja, und Lord Ecke wird immer selbstbewusster. Gibt's ein Problem? Wenn man genau hinsieht, gibt's zwei Eingänge. Das ist aber verwirrend. Was machen wir jetzt, Günther? Welchen Weg nehmen wir? Das erfahrt ihr im nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.